Donato, nein, wir gehen gerade nicht da einfach rein. Dankeschön. Bisschen mehr Abstand. Bra. Genau, der kleine Donato, 5-jähriger Freiberger. Er ist nicht so wahnsinnig gut ausgerüstet mit viel Plan, kommt von der Fohlenweide und hat eigentlich ziemlich keine Ahnung von Grunderziehung, von Benimm und Manieren und ist sehr durchaus sehr sozial, interessiert sich für alles Mögliche, aber die typischen Geschichten, die das Pferd erst lernen muss, halt ein bisschen Abstand zu halten, nicht immer zu knabbern, einfach mal kurz abzuwarten, bis was kommt und so weiter. Das sind Dinge, die er eben erst lernt. Ne? Gut. Wechseln. Okay, okay. Und wir gehen. Brav. Super. Brav. So. Genau, auch das ist schwierig. Enge Stallgasse, andere Pferde. Wird man beinahe gefressen. Gut, langsam. Alles ganz aufregend. Die Freundin ist draußen und schon ist die Konzentration weg. Jawohl. Gut. Genau, worauf ich natürlich besonders achten muss, ist ein bisschen den Abstand, gerade wenn das Pferd sehr aufgeregt ist. Ganz klar, immer die Gefahr, dass man drunter kommt, das ist natürlich nicht ganz ideal. Also schaue ich da, achte ich darauf, dass er schön Abstand hält. Auch das sind Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Wir immer wieder feststellen, dass die Leute das dem Pferd nicht beigebracht haben und das Pferd aus dem Grund dann schon auch gefährlich werden kann. Gut, brav. Genau. So, ich bin feiner. Gut, okay. So, lala. Brav, gut gemacht. Super. Und dann halten, warten, warten. Alles ist interessant, alles riecht spannend, alles Dinge, die man nicht so kennt. Genau, Kumpel in der Halle. Nein, nein. Warten, warten. Nein, nein, nein. Warten. Brav. Genau. Ne? Bisschen Ungeduld. Ich möchte jetzt loslegen. Was ist hier los? Was gibt es hier alles? Kann man das essen? So, gut. Genau. Ich habe hier eine Quadratvolte aufgebaut. Ich habe mit Donato auch schon Equikinetik gemacht. Das wäre jetzt heute das 4. Mal. Mehr kennt ihr noch nicht. Klar, gut, brav. Genau, ne? Oh je, ich bin allein. Das ist alles ganz aufregend. Na, nur schon die Schwierigkeit, ich möchte von dem Halfter ein Arbeitskleid mir anziehen, ohne dass mein Pferd mich umschmeißt, mich auffrisst, davonläuft. Genau, und wieder zurück. Na, nur schon das kann manchmal sehr schwierig sein. Psst, psst, warten. Gut, und dann halten. Gut. Nein, weder mich anfressen. Er muss nicht still und starr stehen, aber so weit, dass ich das schaffen kann, ihm seinen Kappzaum anzuziehen. Gut. Genau. Genau, auch da. Gut zu sehen. Halfter an und aus ist auch noch nicht wirklich so ganz, ganz klar. Kapitalfehler. Gut. Warten. Brav. Gut. Der Klassiker. Also ihr seht, wie schwer das ist. Und das sind Dinge, die sind absolut nicht ungewöhnlich, sondern die sind ganz, ganz typisch für ein junges Pferd. Ne? Er hat ja keinen Plan, keine Ahnung, was ich jetzt hier mit ihm mache. Ich habe ihn gerade weggenommen von seinem Kumpel, das gefällt ihm gar nicht. Ne? Also doch eine gewisse Spannung auch da. Das heißt, ich muss ihm
durchaus erst verständlich machen, was ich ganz genau von ihm möchte. Das kann er nicht wissen, wenn ich ihm das nicht erkläre. Und das sind manchmal diese kleinen Dinge, die halt dann ganz besonders mühsam sind, die auch zu erarbeiten, weil man immer denkt, die funktionieren von selber. Gut. Jetzt habe ich eine Halfter zu viel. Was machen wir denn damit? Wir üben gleich. Losgehen miteinander und das Halfter auch mal weglegen. Und dann halt. Genau, ne? Man ist nicht rüppelig. Man läuft das Tempo, was angesagt ist. Man wartet die Kommandos ab. Und das sind alles Dinge, die ihr erst lernt. Ja, genau. Mal kurz schnuppern, sich kurz orientieren. Und dann aber gleich wieder sagen, nein, zu mir. Gut. Brav. Schön. Ganz gut. Das ist aufregend, gell? Ganz spannend. Genau. Ist auch sehr schwer, sich natürlich hinzustellen und stehen zu bleiben für ein junges Pferd. Er möchte alles Mögliche angucken, er möchte sich ein bisschen austoben, er ist ein bisschen aufgeregt. Er möchte gern seinen Kumpel da drüben ein bisschen genauer besuchen. Und das erlaube ich ihm jetzt natürlich gerade nicht, sonst ist es schwer zu sehen. Genau. Und dann ist es manchmal ein bisschen leichter, wenn er in Bewegung kommen kann. Ich ihn nicht lang damit aufhalte, dass er so sich hinstellen soll. Ja, genau. Gut. Und halt. Ja, durchaus vernünftiger Stopp. Brav. So, ich brauche einen verlängerten Arm. Gut. Gut. Sehr schön. Ich kann auch da mir kurz mit der Gerte schnell ein bisschen Kontakt holen, sagen, das fühlt sich gut an, sich berühren zu lassen. Das ist dein Körper. Genau. Ne? Dass ich mich auch unbedingt nicht hetzen lasse vom Pferd, auch wenn das Pferd sagt, ich möchte was tun, ich möchte mich jetzt bewegen. Dass ich trotzdem sage, ich habe eine eigene Vorstellung von dem, was wir gerade miteinander spielen. Das ist dein Körper, genau. Ne? Erstes Kauen, das ist auch immer gut, wenn er den Kiefer lockert und nicht einfach völlig spannig ist, ne? Nur auf die Zähne beißt. Ja, gut. Genau. Mich anknabbern ist natürlich nicht erlaubt. Gut. Das war ein sehr schönes Losgehen. Genau. Ich lasse uns mal die Uhr mitlaufen. Novia, bist du soweit bereit? Gut. Okay. Und wir nehmen uns mal die Zeit mit dazu, dass ihr es auch bald kennenlernt. Es gibt einen gewissen Wert. In der Zeit bleibt man konzentriert. Genau. Und ich begleite ihn im Moment nur, um ihm zu sagen, wo er gehen soll. Genau. Kollege wiehert und schon fällt man vom aus der Balance. Genau, dass ich nur mal sage, guck mal hier in den Matten drin, hier ist ein Weg, hier geht's lang, hier ist die Straße, da sollst du dich hinkonzentrieren. Genau, na, auch wenn man aus dem Fenster guckt, dann hat das gleich eine Folge. Sehr gut, sehr schön. Genau, na. Und auch da ist mir die Kontinuität im Moment ein bisschen wichtiger, dass er mehr und mehr sich auf mich konzentrieren oder auf den Parcours sich konzentrieren kann. Nicht so sehr im Moment die gymnastische Geschichte, sondern dass er sagt, okay, wenn du sagst, lauf da lang, dann bleibe ich einigermaßen neben dir, in einem gewissen Abstand, in einem gewissen Gehrhythmus. Gut, Pause. Gut. Eine Pause, eine schwierige Sache zu lernen, dass man da halt auch mal abwartet, mal ruhig ist, nicht alles anfrisst, dauernd rumhampelt. Genau. So, gut, wir gehen wieder los. Und zweite. Gut. Sehr schön. Gut, brav. Da zu merken, na, er guckt natürlich ganz viel umher, er hört alles, er ist noch nicht so, kennt viele Dinge noch nicht so wirklich. Alles ganz interessant. Verpassen wir gleich die Straße. Gut. Dass er auch kennenlernt, na, mein treibender Schenkel, der ist noch nicht so ganz klar.
Gerte in Form von treibendem Schenkel, dass das vorwärts heißt. Das sind alles Dinge, die ihr lernt. Gut, brav, sehr schön. Und ihn auch ganz viel loben, ne? Wenn er immer wieder Dinge, die er ganz gut macht. Das sind im Moment manchmal nur Sekundentakt, wo gerade was hübsch ist, wo es gerade ruhig ist, wo es gerade konzentriert ist. Ne? Und dann fällt ihm was anderes ein, was er da tun könnte. Gut. Und die Pause. Und warten. Genau, ne? Die Ablenkung ist sehr groß. Gut. Wir gehen ein bisschen zurück. Wir gehen ein bisschen zurück. Hallo. Brav. Genau. Kumpel steht da drüben. Gut. Und wir gehen wieder los. Bip, bip. Und wieder einfädeln. Genau. Kontrolle über alle vier Füße. Das ist noch sehr schwer. Das ist manchmal so ein bisschen Zufallsprinzip, was er da gerade findet. Gut. Hier. Fein. Genau. Die Idee, dass ich versuche, seine Nase kontinuierlich mehr und mehr auf einen Kreisbogen zu orientieren während meiner Arbeitssequenz. Ja, genau, sehr schön. Ne? Erster Moment, wo jetzt gerade ein bisschen für etwa 2 bis 3 Sekunden am Stück tatsächlich auch mal den Hals losgelassen hat nach unten. Ich möchte das Pferd nicht runter zwingen, sondern ich möchte ihm das Angebot machen, ich könnte ein bisschen tiefer gehen. Der Hals sich etwas entspannt, ne? Und das Pferd meistens dann auch im Körper, ja, sehr schön, mehr Spannung abbaut. Und das macht es mir auch dann erst möglich, ne? Ja, Bein, Pause. Das macht es mir dann auch erst möglich, wenn er ein bisschen weniger unter Spannung läuft, dass ich sagen kann, könntest du dir vorstellen, deinen Hals ein klein wenig mehr locker zu lassen, dich seitlich anfangen zu stellen zumindest, das Genick kurz zu entspannen. Und dann kriege ich mehr und mehr Zugriff auch auf den Rest des Körpers. Genau. Gut. Okay, wenn es piepst, geht es wieder los. Gut. Donato. Auf geht's. Gut. Brav. Sehr schön. Ganz toll. Genau. Huppi. Gut, brav, brav, ja, sehr schön, ganz toll, genau, ah, super, ja, und wieder raus, genau, sehr gut zu sehen, wie schnell das Pferd auch die Balance verliert. Ich bin sehr dankbar um diesen Parcours hier, die Quadratwolte, die uns doch ein bisschen signalisiert, wo ist denn hier ein Kreis. Ja, das Pferd ganz deutlich auch vor allem in den Ecken, ohne diese Leitplanken ganz schnell eben nach innen kippt, die Balance verliert. Und das macht jedes Pferd unsicher. Es ist immer schwierig, dann vorwärts zu laufen. Komm, wir gehen. Brav. Super. Sehr schön. Ganz gut. Brav. Und wieder zu mir. Und dann halt. Sehr gut. Klar, ne? Das sind die Äpfel. Gut. Und dann sind wir wieder hier bei mir. Gut. Warten. Brav. Also zunehmende Entspannung. Zurück. Zunehmende Entspannung macht es möglich, dass ich mehr arbeiten, mehr ans Pferd rankommen kann. Gut, geht wieder weiter. Und mein kleiner Donato, wir könnten mal ein Trabi-Trabi. Trapp, trapp, trapp. Ja, probieren, genau. Sehr schön. Oh, alles ganz aufregend. Ja, super. Genau. Super. Easy. Easy. Ja, sag mal. Komm. Wir gehen nochmal. Bravo. Super. Ne? Ganz schwierig in der schnelleren Gangart. Merkt man, er ist noch unter Spannung. Es fällt ihm dann schwer, aber hat sich sehr schön in die Matten reingerettet. Das war nicht so sehr gesteuert von mir. Ja, super. Komm, wir gehen nochmal. Tipp, 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 tipp. Probieren. Tipp, tipp, tipp. Zack, zack, zack. Gut. Brav. Sehr schön. Wir gehen nochmal. Zack, zack, zack. Ja, und die Pause.
Genau. Wenn es piepst, kompromisslos, das ist die Pause. Psst. Genauso kompromisslos, wenn es wieder piepst, fängt es wieder mit der Arbeit an. Egal, ob was schief geht, spielt überhaupt keine Rolle. Er lernt ja erst, es ist sehr schwer, kann sich auch im Schritt noch nicht wirklich ausbalancieren auf dieser Zirkel. Das heißt, im Trab mit mehr Tempo, ne, und auch dieser Spannung, die noch im Pferdekörper vorhanden ist, das ist völlig normal, dass er sich dann mal ein bisschen aufregen kann. Gut, ich bleibe ruhig, gehe mit, bleib beim Pferd und gucke, ob ich es wieder ein bisschen beruhigen kann. Ja, so fein. Mann, oh Mann. Klassischer Stellungsfehler von Andrea, klar, gut. Und Schwamm drüber, manchmal muss man Pokerface raushängen und sagen, wir wollten das alle genauso machen. Gut, und wir gehen nochmal. Tick, 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 tick. Probieren, probieren, ja, probieren. Probier, ich helfe dir. Ja, so gut. Bravo. Das ist ganz schwierig. Oh, da muss man gleich ein bisschen hüpfen. Komm, weiter geht's. Genau. Boah, das ist ganz aufregend. Komm, wir gehen. Tipp, tipp. Genau. Ne? Bravo, super. Genau. Ne? Da arbeite ich eher wieder ein bisschen dran. Sag, komm, wieder ein bisschen runter. Ne? Trab natürlich nicht so wahnsinnig produktiv, sondern dass ich sage, komm, ich möchte dir wieder mehr Balance, mehr Ruhe, mehr Sicherheit, wo du gehen musst, vermitteln. Und wenn es piepst, ist wieder gut auch. Brav. Genau, also es gibt keine Strafrunden, sondern mein Ziel ist, dem Pferd zu erklären, was es tun soll. Im Trab ist es heute gerade sehr schwierig. Ne? Das forciere ich dann in dem Moment auch nicht, sondern wir gucken, was geht. Ja, alles aufregend hier. Wow. Und wenn es ganz zu schlimm ist, dann gehe ich wieder zur langsameren, es geht wieder los, zur langsameren Gangart hin und sage, komm, aber lass uns nochmal gut arbeiten. Schönes, fleißiges Gehen, ja, vielleicht ein bisschen stabiler dabei, weil man sich schon mehr gewahr ist, dass man vier Füße hat. Der Parcours hilft uns, auf der Piste zu bleiben. Ja, sehr schön, bravo, klasse, ne? Gehe auch wieder ein klein wenig näher mit an ihn ran, um ihm mehr zu helfen. Klasse. Und in diesem Stadium ist mir wirklich einfach die Stabilität, auch im Kopf, die Sicherheit, dass ich das Pferd in meiner Gegenwart oder unter meiner Anleitung entspannen kann. Das ist mir viel wichtiger als die Geschichte, ist das Pferd jetzt wirklich gymnastisch unglaublich wunderbar gestellt oder gebogen. Das lernt er ja. Ne? Aber er muss erst lernen, das ist genau sein Thema, dass ein Mensch da ist, ein Zweibeiner, der einen gewissen Anspruch hat, der einen Vorschlag macht, der Anforderungen auch stellt. Ja, und die Pause. Brav. Halt. Halt. Genau. Super. Na, wenn er nicht zur Ruhe kommen kann, wenn er spannig ist, wenn er ganz aufgeregt ist, dann ist mit der Konzentration, mit dem Zuhören, was ich von ihm möchte, natürlich auch nicht weit hier. Sehr schön, das ist schon sehr schwer. Ne? Alle diese Reize und Ablenkung quasi ins Boot mitzunehmen und damit umzugehen. Gut, und die letzte Runde für uns. Bravo, sehr schön. Gut, ja, fein. Bravo. Und wir gehen, gehen, ja. Schritt, Schritt, gut. Schritt, Schritt, Schritt. Tipp, ja. Gut, brav. Tipp, takt, takt, ja, gut. Sehr schön. Tipp, tipp, tipp. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Gut, brav. Ja, genau. Das sind immer wieder kleine Sequenzen, ne, wo ich merke, da kriege ich ganz kurz mal schnell das Genick. Er lässt kurz los, er lässt sich auf den Zirkel orientieren. Genau, ja. So ist das nett. Sehr fein, Donato, ganz schön. Bravo. Ganz viel Lob natürlich immer an dieser Stelle. Woher soll er denn wissen, was er tun soll? Klasse, komm. Und für uns ist finito. Und ein Halten. Bleib ein bisschen zurück. Zurück. Hey. Brav. Super. Very nice, ne? Und genauso schnell, wie ich die Aufmerksamkeit bekomme, ist sie auch wieder weg. Genau, ne? Auch nicht tragisch. Für mich entscheidend, kann ich mir die Aufmerksamkeit immer wiederholen, wenn ich sie brauche. Ne? Dem Pferd nicht verbieten,
wegzuschauen. Absolut erlaubt, dass man mal kurz rausgucken darf, aber in Sekunde zwei möchte ich dann gern wieder mitspielen. Gut, brav. Sehr gut gemacht. Genau, dann noch da einen Moment, das auszuhalten, dass wir einfach da stehen, gerade mal nichts machen. Das ist auch schwer. Sehr schwer, ne? Irgendwas anfassen, irgendwas ins Maul nehmen, Löcher buddeln. Ja, ja, genau, den Leuten auf die Zehen treten. Das sind alles Dinge, die man unglaublich gern. Oder die Leine essen, die Menschenärmel essen, die Gärten essen. Das sind alles Dinge, die ganz schwierig sind, ne? Und die man dem Pferd beibringen muss, dass man das nicht möchte. Auch sehr schwierig, wenn ich so nah bin für ihn. Die Nähe reizt natürlich mehr, da mich anzuknabbern. Manchmal hilft das, wenn ich ein bisschen weiter weg bin vom Pferd. Gut. Hand in die Tasche, ganz verhängnisvolle Angelegenheit. Ne? Absolut für viele Pferde schon der Griff zum Leckerli eigentlich schon einprogrammiert. Das kennen die schon ganz gut. Ne? Für mich jetzt nur der Moment, dass ich mich kurz entspannen möchte. Ganz deutlich meinem Körper auch sagen möchte, ich gehe auf Ruhe. Und das Pferd lernt, ne, wenn der Mensch da in Ruhe ist, dann ist bei mir auch Ruhe. Genau, auch den Abstand zu wahren, einfach da zu bleiben, wo ich ihn gerade hingeparkt habe. Ganz schwierig. Genau, super. Very nice. Genau, und wenn er das einigermaßen aushält, kann ich ja wieder sagen, gut, nächster Auftrag. Wir können ja noch mal schnell gucken, ob wir zum Halfter hinlaufen können. Das Halfter wieder überstreifen, auch nur schon ein Wechsel, wie gesagt, von Kappzaum, von Zaumzeug oder sowas zum Halfter und umgekehrt. Das ist manchmal schon eine Riesenlektion, die überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ja, aber langsam, Donato, langsam. Schst. Genau, ne? Das Tempo zu halten. Gut, halten. Brav. Genau, ich glaube, mein Kindchen, du kriegst Zähne, ne? Kleiner Mann. Da ist irgendwas im Gange, ich glaube, du kriegst Zähne. Ja, genau. Ne? Ist von daher auch ein bisschen, ist man ein bisschen nöliger oder ein bisschen so, dass man gern irgendwo reinkneifen möchte. Nein, 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 nein. Das hast du nämlich schon besser gemacht hier. Das ist ein bisschen eine Geduldsgeschichte, wenn er halt wegzieht, wegrüppelt oder gegen mich rüppelt, dass ich dann kurz ruck daneben dagegen. Oder ich möchte mich nicht hetzen lassen, das Halfter anzustreifen oder anzumachen. Und ich möchte auch nicht rum. Genau. Super. Bravo, das war ganz nett. Genau, ne? Also sehr maulig, wenn man hier im Ganaschenbereich und Kieferbereich ist, im Maulbereich auch, dass er da ein bisschen doll reagiert. Ne? Und ich spüre hier drunter auch einen, na, hinten rechte Ganasche, ganz, ganz großen, oh, richtig dollen Knoten. Das, ja, genau, und das magst du auch gar nicht, wenn man jetzt da dran fasst. Von daher für mich ein Zeichen, da ist irgendwas mit den Zähnen zugange. Und das ist schwer, ne? Zähne kriegen ist doof. Ja, so, ich hab, genau, ne? Also nur schon dieses Dranfassen da unten, das kenne ich jetzt von ihm so nicht. Und wir haben durchaus schon häufig jetzt mittlerweile uns mit dem Halfter angefreundet. Von daher zwinge ich ihn da auch nicht rein. Und trotzdem möchte ich ihn irgendwie führen und anhalftern können. Ist trotzdem wichtig. Gut, und ha. Genau. Schwierige Situation, man ist allein. Wie komme ich jetzt zum Hufkratzer? Ich muss trotzdem noch wissen, was mein Pferd tut.
Genau. Immer wieder kann ich mich so organisieren. Vielleicht muss ich mir vorher das Material auch besser zurechtlegen, dass ich eine Möglichkeit habe, dass das Pferd das verkraftet, dass es das nicht, sich nicht selbstständig macht. Warten, warten. Psst. Gut. Donato. Nein. Hier. Hier. Brav. Hier. Brav. Hier. Psst. Probieren. Und der Fuß. Gut. Ja, bravo. Das war richtig gut gerade. Auch da ist gut zu wissen, was mein Pferd noch tut in der Zwischenzeit. Er guckt nicht zu mir, er guckt, wir sind völlig abgelenkt. Und ab. Trotzdem ist er da, von daher alles in Ordnung. Gut. Psst. Warten. 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 Gut. Und dann Hand und Fuß. Probieren. Probieren. Ja. Langsam. Langsam. Gut. Ich mache da auch nicht ewig lang am Anfang. Und wieder ab. Ja, klare Kommandos. Auch, dass es darum geht, den Fuß aufzuheben. Und den Fuß auch wieder hinzusetzen, dass man ihn nicht einfach knallen lässt. Und halt. Park Position. Auch da muss ich, nein, das ist nichts zu essen. Auch da muss ich immer wieder klar machen, ich möchte, dass du da stehst. Das weiß er auch nicht automatisch, mit ganz vielen Wiederholungen weiß er es mit der Zwischenzeit. Aber, nein, brav. Kleines Anheben hat er gut gemacht. Halt. Brav. Und der Fuß, wenn ich schlau bin. Kann ich mir den Fuß gerade schnappen? Ist natürlich nicht die Idee, hasch mich, ich bin der Frühling. Die Hand ist noch am Seil. Das heißt, ich lege mir das Seil auch so zurecht, dass ich ganz schnell reagieren kann. Und ab. Gut. Immer spannend, was der Kameramann macht. Da muss man gleich hin. Ist natürlich toll, auch wenn das Pferd durchaus sehr neugierig ist. Gut, und der Fuß. Brav. Sehr gut. Ist mir lieber, wenn ein Pferd neugierig ist. Ne? Bisschen distanzlos ist dann meistens kombiniert damit, aber ne? Nicht so sehr, dass er sehr ängstlich ist. Toll, gut. Brav. Genau, dann möchte ich alles angucken, alles anfassen und dann halten. Na, auch da. Sage ich ihm ganz klar, dass ich anhalten möchte, dass er anhalten soll. Gut. Nochmal zurück. Gut. Und halt. Und jetzt. Brav. Gut. Weiter. Hoppa gemacht. Genau. Und ein Halten. Los. Brav. Genau. Gut. Ein mit mir. Drehen zu mir. Brav. Halt. So, gut. Das war nicht. Das war fein. Scht, scht. Gut. Genau. Schnell genug sein, sonst ist er aus der Tür. Gut.